Am Wort ist nun Karl Schmidhofer von der ÖVP. Die zu Hause via Bildschirm bei dieser Sitzung dabei sind. Ich darf Danke sagen, dass es wieder einen guten Beschluss für den Sport gibt, nachdem wir schon gehört haben, dass das Sportbudget dementsprechend erhöht wurde. Gibt es jetzt auch eine Erhöhung der pauschalen Reiseaufwandsentschädigung? Man muss bedenken, dass wir 2,1 Millionen Menschen in den österreichischen Vereinen des Sports haben und über 500.000 Menschen ehrenamtlich im Sport in Funktionen arbeiten. Und diese ehrenamtlichen Tätigkeiten werden durch diese Erhöhungen, die schon angesprochen wurden, von 60 auf 120 Euro für den Tageseinsatz, für den Maximalbetrag von 720 Euro für das Monat sozusagen als Reiseaufwandsentschädigung pauschal steuerfrei und sozialversicherungsfrei gestellt. Das ist eine derartige Erhöhung, die wir seit 2009 nicht hatten. Das sagen wir gerade jetzt in der Zeit nach der Pandemie, wo es der Sport wirklich auch dringend braucht, damit wir auch die Sportbewerbe, vor allem in den unteren Ligen und Vereinen, wo es einen Kampfrichter braucht, wo es einen Schiedsrichter braucht, wo es einen Rennleiter braucht und auch die Sportler und Sportbetreuer in den Genuss dieser Regelung kommen. Da sagen wir wirklich ein herzliches Dankeschön, dass das jetzt auch gelungen ist. Und ich weiß nicht, im Finanzausschuss haben die Kollegen der SPÖ noch dagegen gestimmt. Ich lade euch ein, diesen Beschluss auch mitzutragen. Es geht um die Vereine in Österreich, um die Sportvereine, wo so viele Menschen ehrenamtlich arbeiten. Und ich glaube, da sollte man unbedingt mit dabei sein, wenn es für diese eine Erleichterung gibt, die Arbeit in Zukunft besser und auch gesichert wieder verrichten zu können. Vielen Dank. Karl Schmidhofer von der ÖVP war das. Er war letztes Jahr für wenige Monate Präsident des österreichischen Skiverbandes.